Aus der Brauerei Vornburg aus Vorarlberg kommt mein heutiges Bier, das Oberländer Spezialbier. Was Spezialbier in Vorarlberg heißt, das erkläre ich euch in 6 Sekunden. Geblieben seid und damit herzlich willkommen zur heutigen Bierverkostung. Ich freue mich, dass ihr alle mit dabei seid und mich mal wieder nach Vorarlberg begleitet, denn aus diesem Bundesland Österreichs hat mir mein Diplom-Biersommelier-Kollege Dominik an dieser Stelle liebe Grüße nach Vorarlberg das heutige Bier mitgebracht bzw. geschickt, das Oberländer Spezialbier aus der Brauerei Vornburg. Und ich habe mir sagen lassen, dass ein Spezialbier in Vorarlberg das ist, was gemeinhin als Exportbier verstanden wird. Die technischen Daten geben dem Ganzen auch so ein bisschen Rückhalt. 5,6 Volumensprozent Alkohol, 12,5 Grad Plato und 13 Bittereinheiten. Also wir haben es hier auf jeden Fall mit einem Lager zu tun. Es wird selber auch als Urspezialbier bezeichnet, weil ursprüngliche Verfahren wie zum Beispiel eine lange Kaltreifung hier zum Einsatz kommen, und das soll dem Bier ja durchaus nichts Schlechtes sein. Die Brauerei Vornburg geht zurück auf den Gasthof Vornburg, der um 1880 gegründet wurde zur Versorgung der Bauarbeiter an der Arlbergbahn. Das ist eine Bahnlinie, die Innsbruck-Bludenz über den Grenzpass Arlberg verbindet. Und da hat man sicher nicht nur lange gearbeitet, sondern vermutlich auch am Abend ordentlichen Durst gehabt, beziehungsweise 1880. Da glaube ich, hat man auf Baustellen auch noch tagsüber den Durst mit Bier gelöscht. Und was ich sehr bemerkenswert finde, ist, was hier als Hopfen reingekommen ist. Es ist nämlich Mandarina Bavaria, aber nicht als Pellet, sondern als Doldenhopfen, der aus Tettnang kommt, und Strisselspalterhopfen, der aus dem Elsass kommt und mir auch sehr ans Herz gewachsen ist, weil er in einem meiner Lieblings-White IPAs aus dem Hause Gusswerk zum ersten Mal zu mir gekommen ist. Und ich finde, das sind zwei spannende Hopfensorten, die hier reingekommen sind. Und das macht auf jeden Fall dieses Bier definitiv zu einem, das wir hier auf den Kanal bringen sollen. Ich würde euch jetzt gerne den Kronkorken zeigen. Aber da sehe ich gerade hier, dieses Bier soll CO2-neutral gebraut sein. Da ist ja gerade was durch die Presse gegangen. Und ich nehme an, das betrifft dieses Bier auch. Ich bin sehr gespannt, ob wir diesen Kronkorken nochmal wiedersehen. Dürfte vielleicht ein Sammlerobjekt werden. Ja, dann ab dafür. Für diejenigen, die es noch nicht wissen, auch die Brauerei Vornburger gehört natürlich zum Konzern der Brauunion und damit in die Heineken-Gruppe. Aber kommen schöne Biere daher, kann man nicht anders sagen. Und auch optisch muss ich ganz ehrlich sagen, das ist doch mal ein richtig schöner, ja, hellere Bernsteinfarbe, so ein leichter orange-kupferner Einschlag, gefällt mir sehr, sehr gut. Zwei Finger breit, eines mittelporigen, aber dennoch schön weißen Schaums, der, ja, sich so, man muss ein bisschen überreden, aber dann legt er sich auch ans Glas. Jetzt die Nase. Oh, das ist so richtig süßliches Malz, so ein bisschen Karamell, ah, so eine leichte Apfelnote, aber so ein richtig schöner, reifer Apfel, bisschen getreidig. Oh, also ich glaube, als Arbeiter bei der Arlbergbahn hat man kein schlechtes Bier gehabt. Setz mal, cheers. Und was die Optik schon so ein bisschen angekündigt hat, die Nase auch schon angekündigt hat, das ist jetzt auch im Trunk drin, es ist schön malzig, getreidig, auf einem sehr harmonischen Level, moderate Würze, leichte Bittere. Trotz der 13 Bittereinheiten, das verwundert mich tatsächlich ein bisschen. Also schmeckt ein kleines bisschen intensiver, nicht viel, aber dann doch. Angenehme, bittere, muss man in dem Fall einfach sagen. Schöne, leichte Honigsüße, die da auch mit reingeht. Also es ist gar nicht so sehr nur auf der karamelligen Seite, sondern auch so ein bisschen Honigsüße, die reinkommt. Grasiger Hopfen auf jeden Fall. Toll balanciert. Auch ein schön angenehmes Mundgefühl, so weich und liegt richtig schön am Gaumen. Gefällt mir an der Stelle wirklich gut. Vom Körper her, ja, es ist tatsächlich noch so ein bisschen im schlanken bis mittleren Bereich. Kohlensäure, ja, schon ein bisschen leichte Spritzigkeit, aber sehr fein auf jeden Fall. Glatte Textur, schön weich und einfach ein super, super süffiges Bier.
Und hinten im Nachtrunk, da klingt es dann ein bisschen trockener aus. Es kommt eine deutliche Herbe rein. So ein bisschen Karamellmalz blitzt dann zumindest geschmacklich durch, ohne jetzt süß zu werden. Auch der Honig bleibt nachher da, ohne das Ganze jetzt zu süß zu machen. Und es klingt dann auch ja, nicht allzu spät, klingt es dann aus. Also der Nachtrunk ist jetzt nicht übertrieben lang, aber ein schönes Bier. Und an der Stelle nochmal danke an den Dominik für das Oberländer-Spezialbier aus der Brauerei Vornburg. Von Probier.TV gibt es dafür wohlverdiente 3,5 Punkte für das Oberländer-Spezialbier zu Vornburg. Dann soll es das von meiner Seite aus heute gewesen sein. Ich sage an der Stelle danke fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr bei der nächsten Bierverkostung wieder mit dabei seid. Der beste Weg dazu ist über ein Abo, was ihr da unten lösen könnt. Und dann sehen wir uns ganz schlicht und ergreifend wieder. Ich freue mich drauf. Bis dahin sage ich Tschüss, Papa, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.